Toni Gurku. Und folgt Tonis Channel. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist ein Spontan-Upload, das heißt, es ist was ganz Besonderes auf jeden Fall, dieses Video. Normalerweise sollte mein nächstes Dragon Ball Z MV rauskommen, was eigentlich schon in Planung war, es hochzuladen, aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin mit der Hälfte ungefähr fertig, aber heute Nacht, also ich glaube gegen zwischen 2 und 3 Uhr, kam der neueste Trailer zu Spider-Man No Way Home und ich habe es noch gar nicht angeguckt und jetzt habe ich mir was ganz Cooles überlegt. Ich werde den live reacten, also live reagieren, weil ich habe den Trailer noch gar nicht gesehen und ich habe mir jetzt überlegt, komm, einfach mal reagieren darauf, ohne es vorher gesehen zu haben. Und ich habe mir überlegt, bevor wir damit anfangen, werden wir erstmal den ersten Trailer angucken. Der ist auch schon seit ein paar Monaten, der ist schon raus. Aber die meisten haben es zwar schon gesehen, Spider-Man-Fans unter uns, manche jedoch nicht. Aber damit wir ein bisschen im Level bleiben, also up to date, was genau in den Trailern passiert, also die Geschichte zu dem Film, werden wir zuerst mit dem ersten Trailer anfangen, gehe ich mein kleines Fazit ab und wenn das vorbei ist, gucken wir uns den zweiten Trailer an, der neue, der jetzt die Nacht zwischen 2 und 3 rausgekommen ist. Okay, dann wisst ihr Bescheid, dann warten wir nicht länger, dann fangen wir direkt mit dem ersten Trailer an. Let's go! So, da sind wir. Der Trailer ist eingestellt, wir können direkt anfangen, ohne lange zu fackeln. Let's go. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem ersten Trailer erstmal. Oh, der hier ist gut. Einige vermuten, dass Parkers Kräfte die Fähigkeit der männlichen Spinnen einschließt, Frauen zu hypnotisieren. Hör auf, lass es. Ja, mein Spider-Lord. Spider-Lord. Die vier so verrückt könnten Teaser sein. Es ist wahr, Leute. Spider-Man ist tatsächlich Peter Parker. Hören Sie, ich habe Mysterio nicht getötet. Das waren die Drohnen. Die Drohnen, die Ihnen gehören. Oho. Bist du nicht irgendwie auch erleichtert wegen der ganzen Sache? Was meinst du? Jetzt, da alle Bescheid wissen, musst ja, du dich nicht mehr alle verstecken, sind oder? Gegen ihn. Die Leute alle anlügen. Sind gegen ihn. Nur fürs Protokoll, ich wollte dich niemals anlügen. Aber wie sagt man jemandem, dass man Spider-Man ist? Ganz schwer. Und jetzt wissen es alle. Aber es geht hier nicht um mich. Es verletzt eine Menge Leute. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wie ich das alles in Ordnung bringe. Also Peter, was verschafft mir das Vergnügen? Ja, Dr. Strange. Zu müssen, Sir. Bitte, wir haben zusammen das halbe Universum gerettet. Das Sir haben wir schon längst hinter uns gelassen. Okay. Sir. Steven. Klingt eigenartig, aber ich gestatte es. Okay. Als Mysterio meine Identität aufgedeckt hat, wurde mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Kannst du es vielleicht möglich machen, dass er es niemals getan hat? Strange, sprich diesen Zauber nicht aus. Das ist zu gefährlich. Na schön. Ich mach's nicht. Oh oh. Und die haben's doch gemacht. Die ganze Welt wird gleich vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Warte, alle? Können wir nicht Ausnahmen machen? So funktioniert der Zauber nicht. Also wird MJ alles vergessen, was wir je durchgemacht haben? Nicht am Zauber rumfuschen. Oh mein Gott, Ned, er ist mein bester Freund. Oh, Tante May sollte es wirklich wissen. Hör auf zu reden! Wow, krass. Verpeleptika. Was ist gerade passiert? Sehr schwierig. Wow. Wir haben an der Stabilität der Raumzeit herumgepfuscht. Mega. Das Multiversum ist ein Konstrukt, über das wir erschreckend wenig wissen. Gleich kommen einige Gegner auf uns zu, die wir von damals das Problem bist du, Leute. Weil du versuchst, zwei Leben zu leben. Ja. Je länger du das tust, desto gefährlicher wird es. Das war Electro, der Goblin, der grüne Kobold. Sei vorsichtig, was du dir wünschst, Parker. Doc Ock, Dr. Octavius. Hallo, Peter. Wow, Gänsehaut, Leute. Wow, ja, der Spruch von damals. Ja, okay, das war der erste Trailer. Wir switchen mal kurz rüber zum Vollbild-Modus. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ja, das war der erste Trailer gewesen. Okay, ich habe jetzt nicht so krass reagiert, weil ich den Trailer ja schon ein paar Mal schon gesehen habe. Ich war jetzt nicht so gehypt, weil ich habe ja schon alle 10 gesehen und so weiter.
Klar, für alle Nichtwissenden, man sieht Doc Ock, man sieht Electro, man sieht MJ, klar, man sieht Peter, man sieht den Kumpel von Peter und hast nicht gesehen. Und man spekuliert halt, dass Tobey Maguire sowie Andrew Garfield, die zwei Schauspieler aus den alten Teilen, wiederkehren. Es sind so kleine, ja, Leaks, Teaser rausgekommen und so. Und man hat halt die Hoffnung, dass die halt in dem Film erscheinen. Ja, wie gesagt, den Trailer habe ich gesehen, schon länger, wie ihr alle auch. Aber jetzt gucken wir uns den zweiten Trailer an, den ich noch nicht gesehen habe. Also, Leute, wir switchen direkt rüber, ohne lange zu fackeln. Ich bin echt mega gehypt und mega gespannt drauf. Los geht's! So, da bin ich wieder. Und jetzt habe ich alles vorbereitet. Ihr seht, der zweite Trailer ist aufgemacht worden, also sozusagen vorbereitet worden für euch. Und ja, ich bin gespannt, ich bin mega gehypt und ja, wir warten nicht lange, wir spielen direkt ab und ich bin gespannt, was da alles passiert, ne? Let's go und habt Spaß, Leute. Ganz aufgeregt, Leute. Wow. Seit ich von dieser Spinne gebissen wurde, hatte ich nur eine Woche, in der sich mein Leben normal angefühlt hat. Okay. Das war, als du es rausgefunden hast. Wow. Shit. Als du den Zauberspruch verpfuscht hast, mit dem alle vergessen sollten, dass Peter Parker Spider-Man ist. Ja, das wissen wir bereits. Bekamen wir ein paar Besucher. Der grüne Kobold. Aus jedem Universum. Elektro. Bestimmt. Dr. Octavius, Doc Ock. Hallo, Peter. Wow, wieder Gänsehaut hier. Wow, wow, die kämpfen schon. Du bist Alter. Nicht Peter Parker. Wow. Entschuldigung, wie war nochmal Ihr Name? Dr. Otto Octavius. Ach, krass. Warten Sie, nein, ohne Witz, wie heißen Sie wirklich? Da draußen sind noch andere. Wir müssen sie zurückschicken. Also, Scooby-Doo, zieh zurück! Was, Scooby-Doo? Sie, das ist eigentlich alles Ihr Chaos. Ich kenne selbst ein paar Zauberworte, angefangen mit dem Wort bitte. Bitte. Scooby-Doo, zieh zurück. Geil. Geil. Dieses Jahr. Du fliegst hinaus in das die Dunkelheit. Wow. Um Geister zu bekämpfen. Was meinen Sie? Sie sterben alle im Kampf gegen Spider-Man. Krass. Das ist Ihr Schicksal. Ich esse kein Tobi und kein Andrew. Leid, Kleiner. Ja, mir auch. Nicht. Oh. Aha, die Szene kennen wir auch, okay. Es muss einen anderen Weg geben. Das auch? Gibt es nicht. Sie sind eine Gefahr für unser Universum. Was? Ihr werdet mir das nicht Elektro! Nehmen. Tatsache, der ist da. Peter, was? Du kämpfst mit dir. Du die Stimme kannte ich. Alles, was du willst. Ja, der grüne Kobold. Dich zu einer Entscheidung zwingen. Krass. Krass. Der Sandmann. Alter. Das ist meine Schuld. Ich kann sie nicht alle retten. Okay. Wir sind alle, alle vereint. Scheiße. Heftig. Boah, ich krieg grad Gänsehaut, Leute. Wow, guckt euch meine Haare an. Alter. Wow. Heftig. Woo. Was passiert hier? Sie fangen an durchzukommen. Oha. Ich kann sie nicht aufhalten. Ultra krass. Ja, das Spiel hab ich. Ja, wie ihr seht, Leute, am 16. Dezember kommt es im Kino. Ich bin auf jeden Fall da im Kino, um das zu gucken. Und ja, wir wechseln direkt im Vollbildmodus. Bis gleich. Richtig krass. Also ich bin echt mega, mega happy und ich bin echt aufgeregt gerade. Total. Ihr habt gemerkt in dem Clip gerade, wo ich live reagiert habe. Ich hatte Gänsehaut gehabt an der ganzen Hand. Also am ganzen Körper. Und der Trailer war richtig bombastisch gut. Und ja, wenn man es zum ersten Mal sieht, dann ist es immer wieder richtig großartig und richtig gehypt sowieso. Wir kommen der Sache immer näher, dass Andrew Garfield und Tobey Maguire wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich in dem Film dabei sein werden. Die haben zwar immer noch nicht sich gezeigt in dem Film, aber das ist eigentlich vollkommen egal. Also wenn wir alle in den Kinos sitzen und dann den Film zum ersten Mal sehen und dann wirklich es passieren sollte, dass die wirklich erscheinen, dann ist die Vorfreude riesig und dann sind wir alle total baff. Aber ich finde es eher gut, dass wir wirklich noch gar nichts gesehen haben. Aber die ganzen Schurken sind alle dabei, so wie Doc Ock, der Sandmann, Electro war dabei
Und wirklich, es war wirklich klasse. Der Trailer war Bombe. Und ich werde euch gleich mal ein Leak zeigen, also ein Bild zeigen. Wir wissen nicht, ob es gefaked ist oder nicht, ob es real ist. Aber dieses Bild kam gestern oder vorgestern, kam es im Internet irgendwie online. Und da konnte man halt was sehen. Und das werde ich jetzt gleich mal hier einblenden. Und dann komme ich gleich mal zurück in Klein. Dann werden wir gleich mal drüber schauen, okay? So, da bin ich wieder. Da seht ihr es. Dieses Bild wurde jetzt gestern oder vorgestern geleakt. Man sieht jetzt gerade hier auch in dem Bild, alle drei Charaktere sind in dem Bild vorhanden. Wie Peter Parker, also Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland, auch als Spider-Man, der neueste. Und da seht ihr, das soll ein originaler Leak sein. Also ob es echt ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber ihr seht in der Mitte Tobey Maguire. Auch vom Körperbau her hat er sich nicht geändert. Die Frisur ist kurz, kurze Haare. Wie gesagt, ob das real ist, das Bild, weiß keiner. Aber es wurde geleakt. Es wurde online überall gepostet. Ne? Und man sieht auch hinten Tom Holland, ne? Der richtige Spider-Man, der neueste. Der ist sehr schockiert. Also haben die da irgendwas gesehen? Auch Andrew Garfield ganz vorne mit seiner kultigen, komischen Freestyle-Frisur. auch krass. Aber ja, man sieht im Hintergrund sehr viele Scheinwerfer und so, so sehr viele Häuser oder was auch immer. Die sind irgendwo in einem Schiff oder was auch immer. Und ja, also ob das Bild real ist, wie gesagt, weiß keiner. Aber es sieht sehr real aus. Ich habe es auch ein bisschen kleiner jetzt gemacht. Jetzt gerade ein bisschen größer, aber ihr seht, es ist echt, könnte real sein. Aber ich bin gehypt. Wenn das wirklich real ist, dann sind wir alle baff. Also ich wollte auch nichts spoilern oder sonstiges. Es ist nicht zu 100% real das Bild. So, jetzt habe ich jetzt zu oft real gesagt. Jetzt reicht es aber mal langsam. Ja, wir switchen ein letztes Mal und dann sehen wir uns gleich nochmal. Bis Glück ist, Leute. So, meine Friends, da ich meine Aufnahme in diesem Video ja eigentlich fertig hatte und wollte es eigentlich rendern, das Video, ich habe trotzdem mal den Trailer nochmal einzeln geguckt, also nochmal hinterher. Und habe mal ein bisschen rumgegoogelt, rumgeforscht, weil ich ein bisschen neugierig war. Und ich habe noch zwei weitere Leaks gefunden, also zwei weitere Bilder zu dem Trailer. Und das ist mir erst hinterher eingefallen und habe ich erst mal geguckt. Ich so, okay, das könnten auch Real-Bilder sein. Die werde ich mal direkt mal reinswitchen jetzt hier und wir werden erst mal rübergehen, ja? Und dann werdet ihr dann weitersehen, was ich jetzt gerade meine. So, da bin ich wieder und jetzt seht ihr gerade, dieses Bild ist richtig krass. Das habe ich ja gefunden, nachdem ich dieses Video aufgenommen habe. Und da seht ihr ganz klar, diese Szene ist ja vom neuesten Trailer gewesen und da hat man ja Spider-Man alleine gesehen. Aber wie die Pfeile hier gezeigt werden, man könnte meinen, hier wäre noch ein Spider-Man, also Andrew oder Tobey oder hier halt, ne? Weil es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass der alleine gegen die ganzen Gegner hier kämpft. Electro, Sandman und ich weiß nicht, wie der jetzt genau heißt. Der war von The Amazing Spider-Man 1, glaube ich, der Gegner. Diese Eidechse, ne? Und da seht ihr auch noch eine kleine, ja, Filmszene oder hier Filmclip oder was. Behind the Scenes. Da sieht man auch irgendwie Tobey Maguire ein bisschen. Da ist Andrew Garfield. Das hat man schon seit ein paar Tagen schon gesehen, diesen Clip. Und das war nochmal das Bild, was ich vorhin gezeigt habe mit Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland. Und ich habe noch ein weiteres Bild, sondern hier. Das ist schon krass. Da sieht man nochmal Tobey Maguire, also Spider-Man vom 1 bis 3, Andrew Garfield und hier nochmal Tom Holland. Also ob diese Bilder jetzt richtig sind oder echt sind, wir wissen es nicht. Aber ich vermute mal, Sony hat es bewusst mit Absicht gemacht, dass die zwei Spideys da rausschneiden aus dem Clip. Wissen wir nicht, aber das wurde jetzt auch heute irgendwie geleakt, das Bild. Und das habe ich erst nach der Aufnahme, ich glaube 5-6 Stunden später erst gecheckt. Und da habe ich mir überlegt, komm, schneid das im Video rein. Das ist auch sehr interessant, also sieht sehr interessant aus. Ja, also das war es, würde ich mal sagen. Bildet eure Meinung, schreibt eure Meinung auch gerne in die Kommentare, dann lasst mich auf jeden Fall wissen, wie ihr es findet, was ihr darüber denkt, ob die jetzt die Leaks real sind oder nicht. Ja,
Aber wir lassen uns auf jeden Fall im Kino überraschen. Am 16. Dezember. Wir switchen jetzt rüber zur letzten Vollbildaufnahme. Bis gleich, Leute. So, meine Friends, das war's mit dem Reaction-Video, mit dem neuesten Spider-Man No Way Home Trailer. Gut, wir haben uns den ersten angeguckt, einfach mal so gechillt, um ein bisschen reinzukommen. Und der zweite Trailer, ihr habt's gemerkt, ich war total baff. Und ich denke mal, ihr alle auch, wenn ihr euch den Trailer jetzt schon geguckt habt oder noch nicht angesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Ein Abonnement wäre auf jeden Fall sehr nice von euch, also ein Abo. Und kommentiert fleißig, wie es euch gefallen hat. Also eure Meinungen sind immer sehr, sehr wichtig. Ich freue mich über jeden Kommentar immer. Und ich beantworte auch jeden Kommentar. Das merkt ihr auch selber in den Kommis. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video definitiv. Und ja, das nächste Video wird dann das neueste Dragon Ball AMV werden, was ich auch vorher schon angekündigt habe. Lasst euch nicht unterkriegen. Euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und wann ihr auch immer das Video anguckt. Passt auf euch auf. Bis dann, euer Tony Goku. Ciao.